Hallo, herzlich willkommen. Ich wünsche euch allen ein frohes neues Jahr 2023. Wenn ich das hier aufnehme, ist gerade der 2. Januar. Und ja, ich glaube, nicht nur für mich, sondern auch für viele andere unter euch, ist das neue Jahr immer ein hervorragender Zeitpunkt, um neue Vorsätze zu formulieren. Und bei vielen Leuten landet auch, ich will jetzt endlich XY lernen, zum Beispiel eine neue Sprache auf dieser Vorsatzliste. Deswegen dachte ich mir, jetzt ist eigentlich der genau richtige Zeitpunkt, um dieses Video zu machen. Ich hatte mal vor sehr langer Zeit einen groben Überblick über die Lehrbuchlandschaft für Japanisch-Lehrbücher gemacht. Der ist natürlich alles andere als vollständig ausgefallen, sondern ich habe halt einfach mehr oder weniger wahllos Sachen gegriffen. Ein wichtiges Buch allerdings hat da gefehlt, und zwar Minna no Nihongo. Ne? Das ist vielleicht das bekannteste Werk für Anfänger, nicht nur hier in Deutschland, sondern allgemein. Und das habe ich nicht reviewed, weil ich damit zu wenig Erfahrung hatte. Jetzt kann ich dieses Ding nachholen, weil ich da mit zwei Leuten gemeinsam Minna no Nihongo Band 1 durchgearbeitet habe und inzwischen eine sehr genaue Vorstellung von den Vor- und Nachteilen dieses Buches habe. Und ja, meine Erkenntnisse möchte ich jetzt mit euch teilen. Wie immer bei solchen Reviews gilt natürlich, das ist meine Meinung. Ne? Vielleicht benutzt ihr selber Minna no Nihongo und sagt, was? Also bei dem Punkt stimme ich dem Dominik aber überhaupt nicht so. Das ist völlig in Ordnung. Ne? Also jeder lernt unterschiedlich und jeder hat unterschiedliche Auffassungen, was gut ist und was schlecht ist. Und das gilt halt auch für mich. Ne? Also ich teile euch meine Meinung mit. Ich versuche möglichst sachlich zu sein. Und ein wichtiger Disclaimer vielleicht am Anfang ist, wenn ich über das Buch spreche, dann aus der Sicht eines Autodidakten. Ne? Also es geht darum, für mich jetzt, wie praktisch ist dieses Buch geeignet, um mich als Selbstlernendem, unabhängig von einem Kurs, da zur Meisterschaft der japanischen Sprache oder sowas zu führen. Wenn man in einem Kurs ist, dann hängt auch vieles von der Lehrkraft ab, die eben diesen Kurs leitet, und dadurch können einige negative Punkte eines Lehrbuchs durchaus aufgefangen werden. Ich möchte es trotzdem einfach jetzt mal für den Autodidakten setzen und hin und wieder aber dann auch sagen, ja, wenn man einen guten Kursleiter hat oder eine gute Dozentin, dann sieht das vielleicht bei dem und dem Aspekt anders aus. Ganz kurz, bevor ich irgendwas sage, ne, also wen nur allgemein meine generelle Basismeinung interessiert, der kann jetzt dann gleich nach dem nächsten Satz ausmachen. Ich persönlich würde Minna no Nihongo nicht zum Lernen empfehlen, wenn man Autodidakt ist, wenn man es Japanisch für sich selbst lernen möchte. Und ja, der Rest des Videos wird dann eben genau das begründen. Ne? Aber wer nur meine Meinung wollte, danke fürs Einschalten und tschüss. So, also zunächst einmal, das hier ist das Buch, um das es heute geht. Na, das ist Minna no Nihongo in der, hier steht es, zweiten Auflage. Na? Also die erste Auflage ist seinerzeit 1998 rausgekommen und als Lehrbuch hat es sehr schnell Verbreitung gefunden. Das liegt meiner Meinung nach an einem ganz besonders tollen Feature, nämlich das Buch ist modular aufgebaut. Also es gibt natürlich ganz viele Minna no Nihongo, irgendwas Zusatzbände, Übungsheftchen, Kanji, Notizbuch zum Schreiben und was weiß ich. Das spielt alles keine Rolle. Minna no Nihongo besteht im Grunde genommen im Kern aus zwei verschiedenen Büchern. Und die gibt es dann für die verschiedenen Stufen. Also das hier ist jetzt Shokyuichi, ne? Also absolut Anfänger. Ne? Und zwar gibt es zwei Bücher, nämlich das eine, das ist das hier, was ich habe. Das ist komplett auf Japanisch, also da werdet ihr nichts anderes finden außer Japanisch. Auf jeder Seite ist nur Japanisch, Japanisch, Japanisch. Ne? Keine Übersetzung, keine Erklärung, kein gar nichts. Denn das hat man ausgelagert in einen anderen Band, der mir nicht vorliegt, über den ich auch keine Aussage treffen kann, außer indirekt halt durch Beobachtungen. Nämlich, wo Grammatikerklärungen, Übersetzungen von den Dialogen, Vokabellisten und sowas drin sind. Und dieses zweite Buch,
Und das ist das Besondere an Minna no Nihongo. Das gibt es in verschiedenen Sprachfassungen. Also, wenn ihr Vietnamesisch als Muttersprache habt, dann kauft ihr euch dieses Buch hier. Das ist immer das Gleiche. Aber dieser Zusatzband mit Grammatik und Vokabular, den holt ihr euch in eurer Muttersprache. Egal ob Vietnamesisch, Deutsch, Französisch, Russisch, völlig egal. Ne? Also, das gibt es in vielen Sprachen. Und dadurch hat man eigentlich die Möglichkeit, sehr, sehr gut auch für sich in seiner Muttersprache zu lernen. Ne? Und wer sich schon mal so auf dem Markt umgeguckt hat, der weiß, es ist gar nicht mal so leicht, gute Japanisch-Lehrwerke in der eigenen Muttersprache zu finden. Viele greifen dann eben auf englischsprachige Produkte, weil halt da der Markt größer ist. Ne? Ja, Minna no Nihongo umgeht dieses Problem eben, indem es sagt, okay, wir bringen einfach die relevanten Infos in den wichtigsten Sprachen raus. Ne? Und ich denke, deswegen hat dieses Buch auch so große Verbreitung gekriegt, weil man es halt in seiner Muttersprache, egal was dies dann ist, halt, ne, genießen kann und diesen Kurs durchmachen kann. Wie gesagt, über die Erklärungsqualität kann ich jetzt keine Aussage treffen. Ich habe Minna no Nihongo 1 mit zwei verschiedenen Leuten durchgearbeitet und ich hatte jetzt eigentlich immer das Gefühl, dass die Grammatik Erklärungen aus dem Buch, also die bereiteten sich dann halt so vor. Ne? Und wenn wir dann an die verschiedenen Sätze dann rangingen und versucht haben, die zu übersetzen und so, dann haben die eigentlich immer schon eine sehr gute Ahnung gehabt von der Grammatik. Das heißt, es war dann eigentlich weniger Erklärbedarf da, höchstens in Details oder wenn das Buch mal etwas ein bisschen ungenau erklärt hat, aber das kam nicht so oft vor wohl. Ne? Also insofern ist der Grammatikband durchaus gut oder scheint gut zu sein. Was ich jetzt besprechen möchte, ist dieses Buch hier, weil das ist ja der Kern. Ne? Also egal, ob ihr in einem Kurs arbeitet mit dem Buch oder für euch selber, das hier braucht ihr, denn das ist das eigentliche Lehrbuch. Ne? Und wenn ihr in einem Kurs seid oder ein Privatlehrer oder wie auch immer habt, dann könnt ihr euch eigentlich das Grammatikbuch auch sparen, weil Grammatik und Vokabeln kann euch auch dann euer Dozent oder eure Dozentin eben liefern. Das hier ist übrigens die zweite Auflage. Ich habe es am Anfang erwähnt. Die ist 2012 rausgekommen und ja. So, jetzt gucken wir uns mal ganz kurz das Buch von innen erstmal an und dann sehen wir erstmal, dass das Layout nicht unbedingt State of the Art ist. Ne? Also egal welche Seite ich aufschlage, das Buch sieht immer so aus. Also layoutmäßig. Naja, irgendwo, ich hätte fast gesagt, in den 80ern stehen geblieben, aber in den 90ern stehen geblieben. Ne? Das Layout macht jetzt nicht unbedingt ein gutes Buch schlecht oder ein schlechtes Buch gut, aber es ist halt doch so, dass wenn man sich durch 25 Lektionen Japanisch durcharbeitet, dass dann schon auch das Auge mitlernt und so ein bisschen auch mitverantwortlich ist, dass man die Motivation hält. Ne? Und da ist ein spannendes Layout mit vielen bunten Bildchen zum Beispiel oder mit einer abwechslungsreichen Seitengestaltung durchaus vielleicht ein bisschen motivierender. Das fehlt jetzt hier. Ne? Also das muss man ganz klar sagen. Das Buch wirkt auf den ersten Blick, wenn man es durchblättert, etwas angestaubt und langweilig. Das sagt jetzt noch nichts über den Inhalt aus, aber es ist halt wichtig zu wissen. Insgesamt lernt ihr hier in Minna no Nihongo Band 1 in 25 Lektionen. Alle paar Lektionen habt ihr eine Wiederholungsübung, die einfach alles, was ihr in den vorherigen 4, 5 Lektionen gelernt habt, nochmal so ein bisschen aufgreift und wiederholt. Das ist insofern gut. Ich mag diese Wiederholungslektionen, weil die einfach dafür sorgen, dass man nochmal so diese Kernthemen der vorherigen Lektionen nochmal so präsentiert bekommt und nochmal so ein bisschen vertiefen kann. Super. Bei dem Buch ist auch eine CD dabei. Ne? Hier vorne. Bei mir ist die noch absolut unbenutzt. Aber jo, ich werde dazu auch gleich noch was sagen zu dieser CD und zu den Hörverständnisübungen. Jetzt gucken wir uns erstmal an, was man oder wie eine Lektion aufgebaut ist. Und da nehme ich jetzt einfach irgendeine, weil es ist völlig egal. Jede Lektion in Minna no Nihongo, in diesem ganzen Buch, ist exakt gleich aufgebaut. Und wenn ich sage exakt gleich, dann meine ich das auch so. Das heißt, wir haben, und ich zeige euch das jetzt einfach mal, wir haben hier
eine Seite, da geht es hier am Anfang, das sind so Bunkhae steht drüber, ne? Das sind so Pattern-Beispielsätze. Mit denen sollt ihr arbeiten. Ne? Das präsentiert immer die neue Grammatik. Danach, hier unten, sind Beispielsätze, Rebun, die nochmal die Grammatik darstellen. Und dann kommt hier auf der gegenüberliegenden Seite hier ein Dialog. Ja? Der Dialog, der ist so kurz. Die sehen dann später auch nicht länger aus. Ne? Also hier zum Beispiel Lektion 17, der Dialog sieht genauso aus wie der vorher. Wir haben halt eine andere Thematik, deswegen ist unten auch ein anderes Bild. Aber ihr seht, hier jetzt diese Lektion hier, die habe ich euch jetzt vorher nicht gezeigt, aber ihr seht wieder, ihr habt zuerst diese Bunke, so drei, vier Sätzchen, dann drunter die Beispielsätze und danach eben der Dialog. Ne? Also ihr seht, das ist genau gleich aufgebaut. Danach kommen drei verschiedene Stufen von Renshu, von Übungen. Die erste, die ist noch die bunteste, weil da geht es um viele Tabellen und sowas. Ne? Das bietet so einen Überblick über die neue Grammatik und versucht die anhand von so kleinen Patterns oder an Formtabellen nachzumachen, also darzustellen. Das ist zum Durchlesen, zum Übersetzen, zum sich vergegenwärtigen. Und dann beginnen die eigentlichen Übungen hier auf der Seite mit Renshu B. Ne? Und das sind immer ausnahmslos Pattern-Übungen, bei denen man Sachen ersetzen muss. Also das sieht man hier, ne, mit dem Pfeil. Ne, ich bekomme ein Beispiel, das zeigt mir, wie sowas aussieht und welchen Satz ich daraus generieren soll. Und danach mache ich das einfach. Und danach kommt die nächste Übung und dann muss ich das wieder machen. Und dann kommt die nächste Übung und dann mache ich das wieder. Ne? Und das läuft in diesem Renshu B-Teil zwei Seiten. Ne, hier ist die zweite Seite davon, die sieht genauso aus. Ne? Also auch wieder so. So, und dann kommt der Renshu C, also Nummer C dann sozusagen. Ne? Und wenn ihr jetzt hier guckt, das sind Dialogübungen. Das heißt, ich habe einen kleinen Pattern-Dialog, das sind Sachen unterstrichen und die sollt ihr jetzt ersetzen durch das, was auf den Bildern dargestellt wird hier. Ne? Das heißt, ihr müsst hier die Situation interpretieren und dann eben etwas einsetzen, was dazu passt, um diese unterstrichenen Sachen dann zu substituieren. Ansonsten bleibt der Dialog gleich. Nett gedacht, in den meisten Fällen aber wirklich absolut offensichtlich was reingehört, vor allem weil ich ja normalerweise nicht ganz so viele gestalterische Möglichkeiten habe für meine Sätze hier im ersten Band. Ja, keine Ahnung. Aber auch das ist halt wieder so ein Pattern-Ding, ne? Ersetze A durch B. Und das ist das, was Mina no Nihongo eigentlich immer ausmacht. Die nächsten zwei Seiten, die sind dann der Mondai-Teil. Ne? Hier oben steht Mondai und das sind dann Wiederholungsübungen für die Lektion. Die sind ein bisschen vielfältiger, ne? Da gibt es Verschiedenes. Es stehen immer zwei oder drei Hörverständnisaufgaben am Anfang, ne? Zu denen erzähle ich gleich was. Und anschließend kommen dann, je nachdem, was in der Lektion so dran war, Formenübungen, ne? Wo man irgendeine Form bilden muss. Hier zum Beispiel die Verneinungsform, die neutrale Verneinungsform. Hier unten soll man Sachen einfügen, hier in diese Lücken. In dem Kasten drüber stehen dann die Möglichkeiten. Ne, und in jede Lücke muss halt irgendwas aus dem Kasten raus. Ne, dann gibt es hier auch wieder so Umformübungen oder Formenübungen und dann am Schluss immer einen Text. Ne, und die werden dann, ich zeige euch mal den letzten Text. Das ist der letzte Text hier, der ist ein bisschen umfangreicher und dann gibt es darunter immer noch irgendwelche Aufgaben. Ne? Das ist meistens so eine Textverständnisaufgabe, wie zum Beispiel ich muss Fragen beantworten, ob die Aussage hier richtig oder falsch ist, laut dem, was im Text ist. Ja, und danach ist die Lektion vorbei und nachdem man so einen Block von mehreren Lektionen hatte, ne, das sieht man hier vielleicht ganz gut. Ja, hier kann man sehen, diese farblichen Markierungen hier, jeweils ein solches Feld sind mehrere Lektionen und an deren Ende steht dann eine doppelseitige Wiederholungsübung und die sieht genauso aus wie alles andere in dem Buch. Ne? Das sind Partikeleinsatzübungen oder hier auch wieder aus Kästen Einsatzübungen oder hier unten haben wir eine kleine Formenübung und so. Aber im Grunde genommen, das ist alles, was man halt macht. Ne? Also, ja. Genau. So, jetzt komme ich mal zu ein paar. Jetzt wissen wir, wie das Buch aufgebaut ist. Ne? Lösungsschlüssel ist freundlicherweise dabei. Also ihr könnt hier immer dann nachgucken,
Auch für, deswegen ist es auch für Selbstlerner durchaus geeignet, ne? Weil ihr halt nicht auf Raten oder gut Glück angewiesen seid, sondern immer überprüfen könnt, ist meine Lösung hier das, was die wollen. Und meistens ist im Rahmen dieser Übungen hier tatsächlich nur eine Lösung richtig, ne? Weil mir das Beispiel zum Beispiel sagt, verändere das in das und dann mache ich genau das, ne? Und da gibt es halt normalerweise nur eine Möglichkeit, die richtig ist. Deswegen kann man ganz gut mit diesem Übungsbuch dann, also mit diesen Lösungen dann arbeiten. Ne? Jo, so, jetzt wissen wir, wie Minna-no-Nihongo aufgebaut ist. Jetzt gucken wir uns mal ein paar Kritikpunkte an. Nummer 1. Was man wissen muss ist, also, ihr wisst ja, ich habe das schon in irgendeinem anderen Video gesagt, alle Lehrbücher für Japanisch, genauso wie bei jeder anderen Sprache, positionieren sich irgendwo zwischen zwei Polen. Der eine Pol ist der grammatische Pol, ne, wo ich sage, in jeder Lektion geht es mir hauptsächlich um eine Grammatik, um ein Grammatikphänomen und Grammatikthema, das näher gebracht wird. Und alles andere, was ich bringe, Dialoge und Vokabeln, Übungen und so, ordnet sich dieser Grammatik unter. Ne? Also ich verstehe in so einem Lehrbuch, das hier ganz weit an diesem Pol ist, Sprache lernen als hauptsächlich Grammatik lernen und der Rest ist Beiwerk. Und die Progression, also das Besserwerden in der Sprache, messe ich dadurch, wie viel Grammatik ich in dieser Sprache halt schon gelernt habe. Der andere Pol, der ist das Gegenteil. Hier geht es um eine kommunikative Kompetenz. Das heißt, mich interessiert eigentlich nicht, wie viele Formen ich bilden kann, sondern in wie vielen Situationen ich mich verständlich machen kann. Ne? So, und wenn ihr jetzt zum Beispiel überlegt, ich will einen Urlaub in Japan verbringen, was brauche ich? Brauche ich grammatische Kompetenz hauptsächlich oder brauche ich kommunikative Kompetenz? Kommunikative Kompetenz, ja. Ihr wollt ja mit den Leuten sprechen und nicht eine Abhandlung über die Massform zum Beispiel jetzt lesen. Ne? So, wenn ich in Japan arbeiten möchte, brauche ich Grammatik oder also rein grammatische Kompetenz oder brauche ich kommunikative Kompetenz? Naja, in der Arbeitssituation, Lebenswelt ist es genauso wie beim Tourismus auch. Ich muss mich mit den Leuten über bestimmte Themen unterhalten. Das heißt, ich brauche kommunikative Kompetenz. Und bei dieser kommunikativen Kompetenz steht das Thema im Vordergrund und die Grammatik unterfüttert das Ganze. Also Grammatik und Vokabular werden so präsentiert, dass ich in meinem Themenfeld vernünftig kommunizieren kann. Und alles, was da nicht dazugehört, das lasse ich weg. Jedes Lehrbuch, das ihr jetzt kauft, ausleiht, selber schreibt, völlig egal, ist irgendwo zwischen diesen beiden Polen gelegen. Es gibt welche, die ziemlich gut in der Mitte sind, es gibt welche, die eher in Richtung Grammatik ausschlagen und welche, die eher in Kommunikation ausschlagen. Minna-no-Nihongo gehört zu den Grammatikbüchern und zwar ziemlich weit auf der Seite. Ich würde sogar sagen, das ist fast der Inbegriff von Grammatikkompetenz. Ja? Das heißt, die kommunikative Seite spielt so gut wie keine Rolle. Jetzt könnt ihr sagen, ja, Moment, du hast uns doch vorhin Dialoge gezeigt und sowas. Sprechen wir gleich drüber, ja? Was es damit auf sich hat. Grundsätzlich ist es aber so, wenn ihr dieses Buch aufschlagt und mal reinguckt, dann stellt ihr fest, dass es hier ganz klar im Zentrum die Grammatik steht. Das merkt man bei dem Bunke, die neue Grammatik liefert. Ja, da geht es rein um Grammatik. Bei den Beispielsätzen in Rebun, bei denen ebenfalls die Grammatik im Vordergrund steht. Bei den Übungen A, bei denen die Grammatik im Vordergrund steht. Bei den Übungen B, bei denen Grammatik im Vordergrund steht. Und seien wir mal ehrlich, auch bei den auf Dialogen basierenden Übungen C geht es immer um die neue Grammatik. Ja? Und bei den Wiederholungsübungen übrigens auch. Das heißt, alles, was ich mache, ist, ich hangle mich in der japanischen Sprache entlang, indem ich jeweils ein Grammatikthema abackere. Die Reihenfolge, die Minna-no-Nihongo hier macht, ist durchaus durchdacht. Also die Reihenfolge, in der die einzelnen Themenbereiche rübergebracht werden, baut gut aufeinander auf, ist sinnvoll, ne? Da gibt es keine großen Logiklücken oder Löcher, wo man sich sagt, hä, warum kommt das jetzt als nächstes? Sondern hier hat sich jemand tatsächlich Mühe gemacht, tatsächlich mal drüber nachzudenken, in welcher Reihenfolge man das am besten präsentieren sollte. Und das macht dieses Buch gut. Ja? Einziger Kritikpunkt, den ich hier habe, ist, bis zum Ende hin, also bis zur letzten Lektion, wird als Grundform der Verben die Massform verwendet. Also die höfliche prädikative Form. Ja? Und
Man tut also so in diesem ganzen Buch, als wäre das die Grundform. Aber das ist sie ja nicht. Ne? Wenn ihr in ein Wörterbuch guckt oder in einer Wörterbuch-App, das sind die Dinger nicht in der Massform aufgelistet. Und ich habe tatsächlich auch mit meinen Patreons gemerkt, wir haben einen kleinen Slowdown gehabt, wenn dann so um die Lektion 20 rum, ja, 2021 oder so, die neutralen Formen eingeführt werden. Dann war ein bisschen Stress, weil wir plötzlich für jedes Verb zusätzlich noch die Grundform lernen mussten. Und das ist ein bisschen nicht so klug gewesen. Also ich hätte es da besser gefunden, wenn wir die Grundform eingeführt hätten am Anfang und danach von der Grundform aus die Massform halt relativ schnell behandeln, wie die gebildet wird. Weil so rum ist es immer einfacher als andersrum, finde ich jetzt. Aber okay, das Buch macht es halt anders. So, und also was ihr jetzt erstmal wissen müsst, ist, dass dieses Buch rein grammatisch vorgeht. Ne? Ihr werdet mit diesem Buch, mit Mina no Nihongo alleine nicht sprechen lernen. Ihr werdet euch nicht über Themenbereiche wie zum Beispiel Essen, Hobbys, ein Date ausmachen oder sonst was, das werdet ihr in diesem Buch nicht lernen. Sondern dieses Buch, das soll euch im Grunde genommen ein theoretisches Wissen über Japanisch vermitteln. Ihr werdet die grundlegenden Grammatik Informationen lernen und ihr werdet ein gutes, also gut ausgewähltes Basisvokabular lernen. Das war's. So. Das kann man jetzt als Kritik verkaufen, muss man aber nicht, ne? Und ich halte es jetzt mal neutral. Ich weiß ja nicht, was euer Ziel beim Lernen ist. Ich gehe davon aus, man will sich auch mit Japanern unterhalten oder man will mal ein Anime angucken können im Original. Das sind ja so die beliebte Ziele. Beides lerne ich nicht mit Mina no Nihongo. Ja? Weder wird Hörverständnis gut adressiert, noch werde ich in irgendeiner Weise dieser ganzen umgangssprachlichen Idiomatik noch irgendwie themenbereichsmäßig irgendwas hier gut abgedeckt, sondern es geht hier wirklich nur um Grammatikkenntnisse. Deswegen denke ich, lernt lieber mit was anderem. Es gibt aber noch ein paar andere Punkte. Ich habe ja gesagt, in dieser Wiederholungsübung, die am Ende jeder Lektion ist, gibt es ein oder zwei Sachen, die also Übungen, die mit Hörverständnis funktionieren. Ja? Das erste ist so eine Art, keine Ahnung, Diktat oder sowas Übung. Das heißt, ihr hört irgendwas und müsst dann darauf antworten. Ne? Kann man machen. Okay. Die zweite Übung hier, die ist ein bisschen kryptisch, da muss man wissen, was zu tun ist. Und zwar hier hört ihr fünf verschiedene Sachen, also und zwar Dialoge. Und in diesen Dialogen da wird dann immer drauf, also danach kommt ein Statement. Zum Beispiel, also die unterhalten sich drüber, dass eine Frau Schokolade kaufen möchte. Und am Schluss steht dann, die Frau möchte Blumen kaufen. Und da müsst ihr halt sagen, nee, das stimmt gar nicht. Ne? Im Dialog will sie nicht Blumen kaufen, sondern Schokolade. Also ist die Aussage falsch. Und ihr bewertet dann sozusagen die Aussage im Hinblick auf richtig oder falsch. Ne? Das ist eine Möglichkeit. Dann gibt es noch so einen anderen, ich muss mal gucken, wo es ist. Ah ja, hier zum Beispiel, da hört man so Dialoge und dann soll man hier eben auswählen, welches Bild 1, 2 oder 3 zu dem Dialog passt. Ne? Jetzt kommt der große Punkt. Die Hörverständnisübungen sind viel zu schnell für Anfänger gemacht. Also die ersten Lektionen gehen noch, da kann man mitmachen, aber danach reden die quasi in authentischem Tempo. Und ja, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ich denke, für Anfänger ist das auf jeden Fall überfordernd. Ne? Also, wenn ich damit Japanisch gelernt hätte am Anfang, dann wäre ich wahrscheinlich sehr frustriert gewesen, weil die Aufgaben zu komplex sind, keine richtige Hinführung haben und das ganze Buch einen nicht wirklich auf Hörverständnis vorbereitet. Das Einzige, was in diesem ganzen Buch vertont ist, sind diese Hörverständnisübungen und der Dialog. Ne? Also diese eine Seite, der Dialog, da ist irgendwo ein CD-Symbol, seht ihr es da oben in Rot, ne? Das ist das, was vertont ist. Das war's. Das heißt, der ganze Rest des Sprachmaterials, die Beispielsätze, die Übungen, das alles hätte ich theoretisch aufnehmen können und halt dann auch fürs Ohr, das wäre gut gewesen. Dann würde ich sagen, kann man diese Hörverständnisübungen gut machen. Aber so sind die ab Lektion 5 oder 6 einfach nur noch frustrierend. Und ich denke, ab Lektion 10 will man die einfach nicht mehr machen. Ja.
Vielleicht habt ihr andere Erfahrungen gemacht. Schreibt es gerne in die Kommentare unten rein. Aber das sind, ist jetzt meine Erfahrung mit meinen Leuten, mit denen ich dieses Buch durchgemacht habe. Stress. Ne? Wir haben dann irgendwann auch die Hörverständnisübungen einfach weggelassen, weil es einfach entweder zu viel Zeit klaut oder einfach gar nichts bringt, weil ich selbst beim 10. Mal hören immer noch nicht weiß, was eigentlich Sache ist. Dafür fehlt hier einfach außenrum zu viel Übung. Ne? Genau. Ja, ein weiterer Punkt. Wir haben diese Dialogseite, ne? Und die Dialoge sind einfach gehalten, aber die sind so ein bisschen aus dem Zusammenhang gerissen. Also ich habe da immer irgendwo ein Thema drin, ne? Und die bemühen sich auch Sachen wie zum Beispiel das Gion Matsuri oder sowas dann in dem Buch anzusprechen. Ist so ein Fest in Kyoto. Aber insgesamt, ich lerne zuerst so rein grammatisch Patterns und soll die dann auch in den Übungen danach machen. Aber der Dialog, da kommt diese neue Grammatik vor, aber auch nicht so explizit oft oder verstärkt, dass es irgendwie einen großen Übungseffekt hätte. Das heißt, er steht da irgendwie ein bisschen fehl am Platze. Es wird auch nicht mehr auf diesen Dialog in irgendeiner Weise zurückgegriffen. Ich hätte zum Beispiel auch Übungen cool gefunden, wo man dann diesen Dialog dann thematisiert, wo man Sachen, die im Dialog vorkommen, nochmal ein bisschen anders übt. Man hätte Substitutionsübungen machen können, zum Beispiel diesen Dialog in vertauschten Rollen, verteilten Rollen dann mit ein paar ersetzten Wörtern halt anders machen oder so. Hätte Möglichkeiten gegeben, andere Lehrbücher machen das auf jeden Fall besser. Das heißt, ich lese die Seite und ich sage mir dann am Schluss, aha, und jetzt? Ne? Mir werden keine Patterns angeboten, die ich so lernen kann, keine idiomatischen Ausdrücke, die ich lernen kann. Ich kriege einfach nur diesen Dialog da, ich kann ihn übersetzen, ich kann ihn mir 2-3 Mal anhören und danach geht es weiter auf der nächsten Seite gleich mit der Grammatik. Ne? Das heißt, auch das ist ein bisschen... Ne? Und genauso ist es bei diesen Übung C. Ne, da habe ich auch kleine Mini-Dialoge, aber ich habe auch jetzt festgestellt, da kümmert sich eigentlich kaum jemand hier, also meine 2 Leute, die haben das nicht wahrgenommen als Möglichkeit, jetzt Dialoge zu üben, ne? Also, sondern auch hier stand im Vordergrund eigentlich immer, setze die richtige Grammatik ein. Ne? Also interpretiere die Bilder und setze dann das ein und der ganze Rest, der ist dann egal. Und das zieht sich halt durch das Buch durch. So, und jetzt habe ich über einen wichtigen Punkt noch gar nicht gesprochen, der aber beim Japanischlernen eigentlich recht wichtig ist, nämlich, wie sieht es mit Kanji aus? Ne? Also, ihr seht erstmal, das Buch ist komplett in japanischer Schrift gehalten, das ist schon mal toll. Es gibt auch eine Romaji-Ausgabe, da habt ihr dann alles in Latein-Umschrift. Keine Ahnung, für wen sowas gut ist, aber egal. Ich denke, die meisten werden dieses hier haben. Ne? Und ihr seht auch hier in den Texten und so, das sind überall Kanji drin. Aber jetzt guckt mal genau hin. Über den Kanji haben wir immer. Und zwar ausnahmslos Furigana. Das heißt, von der Lektion 1 bis Lektion 25 ist jedes Kanji in diesem Buch mit Furigana belegt. Egal, ob das ein total einfaches Kanji ist, das ich in Lektion 1 theoretisch schon gelernt habe, oder ob das ein ganz neues Kanji ist, das erst in Lektion 25 auftaucht. Die sind alle mit Furigana überlegt. Und zwar das ganze Buch hindurch. Also nicht nur in den Texten, sondern jeder Beispielsatz, jeder Grammatikübungssatz, jeder Pattern, alles ist immer, ne, sogar die Überschriften. Hier, da steht immer Mondai nochmal drüber in Furigana. So, wenn ich die ganze Zeit diese Furigana über den Kanji habe, jetzt denkt mal nach, was passiert dann? Genau, ich lese diese Hiragana-Zeichen, die da über den Kanji sind, und nehme die Kanji höchstens am Rande wahr. Ja, das bedeutet, ich werde nach diesem Buch mit hoher Wahrscheinlichkeit höchstens ganz, ganz, ganz wenige Kanji lesen können, weil es keine Notwendigkeit für mich gibt, die Kanji zu lesen. Das ganze Buch über nicht. Ja? Also keine Ahnung, was das für ein Designkniff sein soll, ne? Aber ich werde keine Kanji-Kompetenz haben nach diesem Buch, außer ich lege es wirklich drauf an. Aber selbst ich, der ich jetzt seit 20 Jahren Japanisch mache, ja, wenn Furigana drüber stehen,
geht mein Auge automatisch erstmal zu den Furigana. Da kann ich gar nichts dagegen tun. Ich kann dann zwar sagen, okay, ich gucke mir jetzt mal die Kanji an eher, aber trotzdem, wenn die Furigana da drüber stehen, dann wird man zuerst dahin gehen. Ja? Das ist einfach so. Ne? Manche Bücher legen die Furigana inzwischen unter die Kanji. Das ist etwas besser, dann nimmt man das Kanji eher vor, weil man ja von oben nach unten liest. Ne? Aber trotzdem, sobald Furigana dabei sind, ist das die Information, die das Gehirn wahrnimmt in erster Linie und verarbeitet, weil es die einfachere Information ist. Ne? So, also, was ist mein Fazit? Mina no Nihongo. Es ist ein Buch, mit dem man Japanisch lernen kann. Ja? Die Themenauswahl ist grammatisch orientiert, und zwar streng grammatisch orientiert. Erwartet nicht, dass ihr irgendwas anderes kriegt. Grammatik, 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 Grammatik. Ja? Das ist das, wie das Buch aufgebaut ist. Ja? Dann kann man sagen, okay, ich will Japanisch lesen können. Das ist vielleicht sinnvoll. Aber dann wundere ich mich eben bei dieser Zielgruppe, warum man dann die Kanji alle mit Furigana belegt. Warum nicht zum Beispiel nur neue Kanji, die in dieser Lektion eingeführt werden, und danach werden die Furigana immer weiter reduziert, sodass ich eigentlich immer gezwungen bin, auch mich mit den Kanji so ein bisschen aktiv zu befassen. Das fehlt hier. Ja? Das bedeutet, ihr bekommt mit Mina no Nihongo ein Buch, mit dem ihr in eurer Muttersprache höchstwahrscheinlich lernen könnt, weil die Grammatikerklärungen, das Vokabular, die Dialogübersetzungen und sowas auf Deutsch, Russisch, Vietnamesisch, was weiß ich, erhältlich sind. Das ist toll. Ihr bekommt ein Buch, mit dem ihr durch die Grammatik progressiv aufeinander aufbauend durchgeführt werdet, aber auf relativ eintönige Weise. Das Layout macht nicht sehr viel her. Jede Lektion fühlt sich genau gleich an. Und das bedeutet, wenn ihr nicht wirklich total viel Spaß dran habt, die neuen grammatischen Inhalte so als, yeah, als die hauptsächliche Motivation zu nehmen, werdet ihr irgendwann mit diesem Buch einfach Langeweile empfinden. Das ist so. Ne? Da ist nichts drin, was in irgendeiner Weise spannend ist. Sehr gegen Ende werden die Lesetexte teilweise spannend. Also, da ist zum Beispiel dann ein Text über, woher kommt der Name Känguru oder sowas, ne? Und lauter so Zeug. Das ist dann wieder ein bisschen besser, aber diese Lesetexte, die spielen kaum eine Rolle. Die sind recht kurz, die sind ganz am Ende einer Lektion. Da ist man dann eigentlich auch froh, wenn die Lektion vorbei ist. Kanji werdet ihr nicht lernen. Ihr werdet keine kommunikative Kompetenz mit diesem Buch haben. Ja, was bleibt unterm Strich? Sprache lernen wird auf Grammatik lernen reduziert. Grammatik und Vokabeln. Das heißt, das hier ist ein Buch, mit dem man Japanisch lernen kann, mit dem man seine ersten Schritte in Japanisch machen kann, Entschuldigung, wenn man dieses Wissen reinprügeln Konzept verfolgt. Ja? Jede Lektion gleich, schöne Tagesroutine, ich mache heute 2 Seiten, morgen 2 Seiten, wie auch immer, und dann war es das irgendwann. Ja? Irgendwann bin ich dann durch. Das kann man machen. Aber spannend ist es nicht. Und wie gesagt, sehr viele Aspekte, die halt für das Japanisch wichtig sind, fehlen. Nochmal, Kanji lerne ich nicht, Kommunikation lerne ich nicht, Hörverständnis, vergesst es, lässt sich auch nicht gut trainieren mit dem Buch. Also, wenn ihr für euch selbst lernt und irgendjemand sagt euch, ja, nimm doch Mina no Nihongo, das ist ein gutes Buch, hört nicht drauf. Ja? Lasst es. Es gibt bessere Bücher, auch auf Deutsch, mit denen ihr mehr lernen könnt, mit mehr Spaß, mit mehr Abwechslung, mit mehr Freude. Und wo ihr dann am Schluss auch tatsächlich sagen könnt, okay, cool, hier habe ich wirklich viel gelernt und ich kann mich souverän in gewissen Situationen verkaufen. Hier wird das nicht passieren. Ja? Ich habe am Anfang gesagt, in einem Kurs sieht das vielleicht anders aus. Wenn die Dozentin oder der Dozent einigermaßen was auf dem Kasten hat, dann kann man da vieles auffangen. Zum Beispiel kann man durch aktives Unterrichtsgespräch das Hörverständnis trainieren oder die kommunikative Kompetenz ein bisschen verbessern. Wobei das meiner Meinung nach bei diesem Buch ein bisschen schwierig ist, weil es das Buch thematisch gesehen dem Dozenten nicht einfach macht. Ne? Weil halt Grammatik im Vordergrund steht. Und an dieser Progression, an dieser Grundkonzeption von Mina no Nihongo kann auch ein sehr
motivierter Dozent wenig ändern. Ne? Da kann man höchstens sagen, so, jetzt haben wir genug gelernt, jetzt machen wir mal einen kleinen Exkurs in dieses und jenes Thema. Oder ich kann versuchen, dieses Kaiwa-Thema hier mit eigenen Übungen und sowas nochmal dann auszubauen oder halt aufzuplustern oder so. Aber das ist so viel Eigenarbeit, dass ich mich auch frage, warum ich das als, sagen wir mal, VHS-Dozent machen sollte. Dann nehme ich doch lieber ein Buch, das das gleich besser macht. Und solche gibt's. Ne? Also, ich würde es nicht empfehlen. Das war's von mir. Ja, mehr habe ich nicht zu sagen. Habt ihr noch Fragen dazu? Also zu dem Buch oder so? Oder seid ihr komplett anderer Meinung? Sagt ihr, Minna no Nihongo ist das tollste Buch der Welt und ich kann jetzt fließend Japanisch, weil ich das benutzt habe? Dann schreibt mir doch einfach in den Kommentaren. Ich bin immer interessiert daran, andere Meinungen kennenzulernen. Ne? Vielleicht sagt ihr jetzt auch, ich habe das Buch total falsch verstanden. Auch dann, her mit eurer Meinung. Ne? Ich bin ja lernfähig, möchte mich ja auch verbessern und verändern und immer weiterentwickeln. Vielleicht stimmt es, vielleicht habe ich das Buch einfach falsch verstanden. Ne? Ja, also, was sagt ihr? Interessiert euch noch was, was ich jetzt vergessen habe, vielleicht loszuwerden zu dem Buch? Oder möchtet ihr mir vehement widersprechen? Oder sagt ihr sogar, ich hatte auch Minna no Nihongo und ich kann genau verstehen, was du sagst? Auch das, bitte schreibt mir. Ne? Ich freue mich auf einen tollen, interessanten Austausch in den Kommentaren zu diesem Video. Und ich wünsche euch, wenn ihr jetzt den Entschluss trotzdem gefasst habt, Japanisch zu lernen, egal ob Minna no Nihongo das Lehrbuch eurer Wahl ist oder ein anderes, viel, viel Vergnügen und viel Erfolg. Japanisch ist eine sehr lohnende Sprache, die einen immer wieder überraschen kann mit spannenden neuen Sachen. Und ja, also ich wünsche euch auf jeden Fall viel Erfolg auf eurer Reise durch die japanische Sprache. Bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.